Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich grüße jeden, der hier vorbeischaut und zeige euch, wie ich ein ganz einfaches, aber doch sehr oft gewünschtes Dessert mache. Und zwar ist es Crème Brûlée, Standard. Was braucht man? Eigelb, Milch, Sahne und Vanilleschote. Bei diesem Dessert, da nehme ich immer grundsätzlich Vanilleschote, weil der Geschmack dann einfach richtig da ist. Wer Interesse hat, kann sich das Video anschauen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich bereite mir immer alles vor. Der Wasserkocher, der ist schon mit Wasser gefüllt, dass es dann aufkochen kann. Den Herd, den heize ich auch vor. Auf 130 Grad Umluft werde ich sie machen. Die Förmchen, die habe ich auf Zewa-Papier. Man kann optional auch ein Geschirrtuch in eine tiefe Fettpfanne oder so wie ich in ein tieferes Backblech geben. Weil das jetzt nicht zu tief ist, werde ich das kochende Wasser dann erst hineinschütten, so dass die Förmchen so gut halbe im Wasser stehen, denn ich brauche ja Dampf, damit alles stocken kann. Und das schütte ich dann rein, wenn ich das Ganze im Backofen habe. Man kann es auch vorher hineinschütten, dann muss man allerdings aufpassen, wenn man die ganze Masse dann hineinhebt in den Ofen. Ja, und die genauen Mengenangaben, die findet ihr wie immer unterhalb vom Video. Wenn ihr auf mehr ansehen klickt, dann öffnet sich die Videobeschreibung und ihr könnt die genauen Mengenzutaten auch lesen, kopieren und nachmachen. Für Crème Brûlée nehme ich immer eine Vanilleschote und ich gebe auch noch ein bisschen vom Vanilleextrakt mit dazu, denn eine Vanilleschote, mal sehen wie groß die sind, ja, die sind jetzt nicht zu groß. Die reicht für 500 Milliliter Flüssigkeit und ich habe insgesamt mehr Flüssigkeit. Deswegen gebe ich jetzt mal eine rein und Vanilleextrakt. Wie ich das Ganze mache. Ich habe jetzt die Milch, Prise Salz, Vanilleschotensamen und die Vanilleschote in die Sahne und Milch hineingegeben. Und den Zucker habe ich auch mit dazu und ich werde jetzt auf der Dreiviertelstufe, also nicht auf der höchsten Stufe, dies erhitzen. Ich rühre nicht, denn wenn ich jetzt rühren würde, dann müsste ich ständig rühren, sonst würde es mir anbrennen. Aber wenn ich den Zucker nicht verrühre und so dort lasse, dann brennt es mir nicht an. Trotzdem bin ich hier dabei, das geht ziemlich schnell, weil bei Induktion geht es schnell. Und sobald ich sehe das Bläschen nach oben steigen, bevor es kocht, höre ich dann, schalte ich den Herd aus. Nun sieht man deutlich nach 2 Minuten etwa, dass es schon Bläschen nach oben kommen und die Milch bald kochen will. Und dann kann ich schon gut durchrühren einmal, dann brennt mir gar nichts mehr an. Und ich kann den Herd ausschalten und kann es etwas abkühlen lassen, weil die Eigelbe kann ich in diese heiße Milch auf keinen Fall geben. Das soll ja auch noch ein bisschen ziehen von der Vanilleschote. Während diese Masse etwas abkühlt, ja, die sollte nur so, ja, 70, 75 Grad haben,
Ansonsten kriegen wir Rührei aus den Eiern. Währenddessen kann ich die Eier trennen. Und da muss ich jetzt Acht geben, denn ich möchte ja sauberes Eiweiß. Und am besten gelingt das so, wenn man das Ei, gerade für Anfänger ist es wichtig, ich kann es auch so, wenn ich es an der Kante schlage, aber wenn man es aufschlägt, so auf den Boden, dann kann ich es sehr gut spalten, das Eiweiß sehr gut entfernen und dann erst in eine Schüssel geben. So mache ich es jetzt auch mit allen. Ich zeige jetzt nur diese zwei. Das geht dann einfach leicht, weil man hier dann eine so eingedrückte Stelle hat und dann kann man das Ei sehr gut brechen. In den meisten Fällen gelingt es auch. Achtung bei braunen Eiern, das Weiße geht leichter, einfacher. Die braunen Eier, die haben jetzt bei mir eine härtere Schale und da achte ich dann immer mehr. Die weißen Eier, die sind etwas einfacher, weil die Schale dünner ist. Aber wenn man öfter sowas macht, dann kriegt man das auch ins Gefühl. Die 7 Eigelbe sind jetzt aufgeschlagen. Eiweiß benötigen wir nicht. Das kann ich dann später einfrieren bei mir. So, und nun nehme ich mir diesen Schneebesen und rühre die Eimasse sehr gut glatt. Wenn man noch mehr Vanillegeschmack will, dann kann man auch noch etwas Vanilleextrakt dazu rühren. Jetzt nehme ich mir die Vanilleschote, gebe sie mir einfach auf ein Tellerchen, das wasche ich dann kurz ab mit Wasser und lasse sie dann etwas antrocknen auf einem Zewa-Papier und nachher kommt die Schote bei mir in meinen Haushaltszucker. Dann kriegt er auch eine vanillige Note und später, wenn sie ganz trocken ist, dann kann ich die sogar ganz klein fein mahlen und immer wieder im Kuchen auch mit dazugeben. Jetzt ist Vorsicht geboten, denn die Masse sollte nicht zu heiß sein, sonst kriegt man ja ein Omelett raus. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so heiß ist, dass ich schon lang genug gewartet habe. Falls euch die Masse mal aufkochen sollte, dann einfach ein bisschen länger warten. Aber normal reicht es, wenn man es gut erhitzt, denn der Zucker sollte sich schon auflösen. So, zuerst gibt man ein bisschen mit so einem Schopflöffel hinein, verrührt das, dann hat man so Temperaturausgleich. So. Und wenn ich dann ein bisschen mehr da habe, dann kann ich die ganze Masse hineinschütten. Und wenn das geschehen ist, dann werde ich dies noch durch ein Sieb geben, falls doch Reste vom Ei sein sollten oder wie auch immer, dann bleibt das in dem Haarsieb hängen. Und dann kann ich schon die Förmchen befüllen. Mein Ofen ist jetzt schon aufgeheizt auf 130 Grad und das Wasser ist auch aufgekocht und mehr brauche ich nicht. Nachher habe ich eine ganze Stunde Zeit, 55 bis 60 Minuten braucht es auf jeden Fall. Wenn man sieht, dass es noch zu schwabbelig ist, dann lässt man es noch 5 Minuten anschließend. Also bei mir haut es immer in meinem Ofen meistens so nach 55, 60 Minuten ist es fertig. Und dann hole ich die Förmchen raus und lasse sie hier draußen stehen. Kühlen und dann kommen sie über Nacht im Kühlschrank bei mir. Und morgen mache ich dann nur die Karamellschicht, das Brulieren, das zeige ich euch dann auch. Und dann haben wir ein leckeres Dessert.
Ihr habt gesehen, beim Schütten trotz Vorsicht habe ich gekleckert, aber warum? Weil ich keinen guten Schüttrand habe. Aus dem Topf habe ich nichts gekleckert, weil der einen super guten Schüttrand hatte hier. Jetzt sieht man hier Bläschen. Jetzt ist es so, diese Bläschen, die kann man jetzt leicht noch mit dem Haarsieb wegnehmen. Na, das geht jetzt nicht, weil dies größer ist. Oder es gibt noch die Methode mit dem Flambierbrenner, kann man sie auch ein bisschen weg. Und sollte während dem Backen sich manchmal eine Luftblase, dann macht man den Ofen aus und nimmt den Zahnstocher und sticht die Blase durch. Sonst hat man keine gerade Haut, wo man dann schön das einfach karamellisieren kann. Und nun probiere ich. Ich muss es euch ja irgendwie zeigen. Ich muss dies zuerst wegtun, damit ich das ganze Blech mir herschieben kann. Dann zeige ich euch, wie ich sie dann befülle. Jetzt habe ich wieder sauber gemacht und schiebe mir das Backblech her mit den Förmchen. Ich rühre noch einmal um, damit ich vom Boden nicht damit ich nicht den ganzen Satz da im Boden habe von der leckeren Vanille, sondern dass ich auch in jedes Förmchen das reinkriege. Das muss ich mir rübertragen, weil ich probiere jetzt irgendwie es euch zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, ich fülle jetzt mal so gut halber etwas drüber. Und fange jetzt halt bei diesen an, so etwas mehr wie halber. Die sollten jetzt nicht zu hoch, weil ich hier ja flache habe. Aber mein Enkel, der will lieber die flachen. Er sagt, irgendwie schmeckt es ihm aus denen immer besser. Ob das jetzt auch stimmt, das kann ich schlecht beurteilen. Ich schütte jetzt mal in jedes. Und das, was ich noch unten etwas dicker ansammelt, schütte ich dann nach. Mal sehen, wie viele Schälchen ich jetzt heute brauche. Es ist unterschiedlich. Manchmal brauche ich 10, manchmal 12, je nachdem, wie hoch ich das einfülle. Ich muss auf die andere Seite, denn mit links kann ich nicht. Ich bin halt nicht Linkshändler. So. Es ist wirklich was ganz Einfaches eigentlich. Diese flachen Förmchen, die muss ich ja ein bisschen voller machen. Sonst hat man ja nichts. So, und hier kann ich dies noch schön verteilen. Oder ich nehme noch eins. Ich nehme noch eins von hier drüben. Ist ja egal welches. So, boah, das ist aber jetzt voll. Naja, so bleibt es auch. So, Dele. Doch nur das Wasser, das kommt dann jetzt, wenn ich es im Herd, und man sieht hier diese Blasen. Jetzt probiere ich mal mit diesem Flambierer, ob ich nur leicht, seht ihr, wenn man so leicht, dann zack, dann sind die weg und man hat nicht so viel Probleme, wenn es im Herd ist, dass man die Blasen so. Sind noch welche. Ich glaube, ich habe sie alle. Ich muss noch einmal kontrollieren. Und ach, hier ist noch eins. Und wenn noch welche sich bilden, so. Hier auf dieser Seite. Ja, ich sehe ja dann nicht so richtig, aber hier, aha, die zwei, hier, prima. So, jetzt geht's in den Ofen und ich schütte noch das Wasser so, bis ich muss jetzt auf diese Förmchen mich nach diesen richten, dass es nicht überschwappt.
Die gut ausgekühlten Förmchen habe ich vom Kühlschrank jetzt geholt. Die konnten über Nacht gut durchkühlen und nun gebe ich so feinen Kristallzucker auf die Oberfläche und bewege das hin und her und dann schütte ich den Rest vom Zucker aus und lasse dann nur die Schicht, was halt die Crème Brûlée annimmt, obendrauf. Und so werde ich es mit jedem der Reihe nach machen. Und wenn das geschehen ist, dann fange ich an mit dem Flambieren, mit dem Karamellisieren. Braunen Zucker könnte man auch verwenden, aber der verbrennt sehr schnell, habe ich den Eindruck. Ich habe ja dies jetzt öfters gemacht, aber ich gebe zu, ich habe es seit guten 5 Jahren auch nicht mehr gemacht. Heute habe ich es zuliebe für meinen großen Enkel gemacht, der sehr Lust drauf hatte. So, nun bin ich fertig mit dem Zucker, den brauche ich dann nicht mehr und fange dann mit dem Flambieren an. Ich habe so einen kleinen Flambierbrenner, man kann aber auch einen Bunsenbrenner, so einen Haushaltsbrenner nehmen und dies nennt sich ja in der Fachsprache, wenn ich das richtig weiß, sogar brulieren oder so in der Richtung. Ich sage immer flambieren oder karamellisieren. Und nun probiere ich. Ich muss auch sehen. Ah, jetzt höre ich. Okay. Also, ich gehe jetzt ganz vorsichtig. Ich hoffe, dass man es sieht in Kreisen. Ich kann auch höher drehen. Mit diesem kleinen verbrennt man das nicht so schnell, wie wenn man mit einem großen Bunsenbrenner drüber geht. Und ich gehe jetzt einmal so, bis der feine Kristallzucker fast geschmolzen ist. Und so mache ich es bei jedem und dann wiederhole ich das Ganze, dann kriege ich echt eine schönere Kruste. Falls jemand so einen Flambierbrenner, der nennt sich auch noch Candyman, mit C geschrieben, falls jemand sich so etwas kaufen will, dann braucht man nicht in den Kommentaren fragen, dann kann man einfach sich so ein Gerätchen mal zulegen, dann hat man es immer im Haushalt, sofern es auch mit Gas befüllt ist. Nicht wie bei mir heute, dass es ausgeht und dann muss ich noch mal runter und das. Ja, füllen. Nun bin ich fertig und ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat und dass jemand es auch mal nachmacht. Den Kindern, denen schmeckt es sehr, sehr gut. Ich bin nicht so scharf, gerade so auf Zuckerkrusten, aber als Dessert allemal was Einfaches und noch etwas dazu, und ob Salat oder Eis oder wie auch immer. Und dann hat man für fast jeden ein leckeres Dessert. Macht es nach. Ich danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche demjenigen gutes Gelingen dabei, wenn er es nachmacht. Bis bald. Tschüss. Dies ist die zweite Ladung. Ich habe halt
zweimal das Rezept heute gemacht.